Ja, ich freue mich wahnsinnig, hier stehen zu dürfen. Für mich eine Riesenehre, wenn ich da reinschaue in das Auditorium. Teilweise meine Ausbilder sitzen da drinnen. Und jetzt stehe ich hier, das ist sehr schön. Der Plan war so, dass ich in 2 Minuten fertig sein soll. Ihr habt alle Hunger. Kann ich nicht ganz versprechen, ich werde Gas geben, denn in meinen Augen gibt es zu dem Thema in der Theorie nicht wirklich viel zu sagen, denn die Wahrheit liegt bekanntlicherweise auf dem Platz. Was ist das Thema? Das Thema ist eigentlich wirklich kein Thema, das wir wollen oder das wir mögen, denn das Thema beginnt eigentlich erst dann, wenn wir einen Ball verlieren. Der liebste Ballverlust ist sicherlich der dann, wenn der Gegner Anstoß hat, kommt uns wahrscheinlich zu selten vor. Ab und zu ist auch der Ball dann noch im Spiel und dementsprechend heißt es den Spielern oder der Mannschaft, die ein oder andere Strategie mit an den Hand zu geben, wie wir dann unser Defensivverhalten da strukturieren. Die Art und Weise, wie wir dann agieren, denke ich mal, ist von einigen Einflussfaktoren abhängig. Erstmal von 4 Einflussfaktoren, die unsere Mannschaft, meine Mannschaft bestimmen und natürlich dann auch die den Gegner bestimmen. A ist mal die Frage, wo verlieren wir den Ball? Haben wir, wie viele Spieler haben wir in Ballnähe? Ja, ist es gar keiner? Ist es einer oder zwei? Sind es 3 oder 4? Und wenn es 3 oder 4 sind, dann was machen denn gerade die anderen 6? Oder was haben die anderen 6 schon hinführend da gemacht und haben vielleicht auch schon den Ballverlust leicht antizipiert, weil sie den Spieler kennen, weil sie wissen, der dribbelt immer und verliert den Ball. Dementsprechend versuchen wir da mal abzusichern. Und natürlich auch noch vom Gegner. In meinen Augen mitentscheidend gerade die Situation des Balleroberers. Wie steht er? Steht er offen in Spielrichtung? Hat er Zeit? Hat er vielleicht sogar Zeit für eine Spielverlagerung? Hat er Zeit für eine erste oder zweite gute Aktion? Oder steht er vielleicht im Rücken, ja, zu unserem Tor und läuft nach Hause? Oder zur Seite, oder kann er vielleicht den Ball aufgrund seiner Fähigkeiten nicht wirklich gut und schnell sichern und dementsprechend auch nicht schnell nach vorne bringen? Oder ist der Platz schlecht? Kann ja auch mal sein. Und aufgrund der Voraussetzungen, denke ich mal, kann der Trainer eine oder mehrere Strategien dann entwickeln. Welche Strategien das sind, denke ich mal, ist jetzt alles nichts Neues. Wir gehen mal davon aus, es gibt 3 Strategien. Eine Strategie heißt fallen lassen, eine Strategie heißt Höhe halten und eine Strategie heißt Gegenpressing. Frage ist wieder von unserer Mannschaft, was habe ich denn für Spieler zur Verfügung, was für Spielertypen? Ja, technisch-taktisch natürlich, aber auch, sicherlich wichtige Frage, konditionelle Möglichkeiten der Spieler. Gerade dann nach Ballverlust kennen wir viele Mannschaften, die dann eine Intensitätssteigerung dann an den Tag legen und da muss die Bereitschaft natürlich von der eigenen Mannschaft auch da sein. Und natürlich kann es sein, dass es der Spieltag eine bestimmte Strategie, dass die Tabelle eine bestimmte Strategie, dass der Platz eine bestimmte Strategie vielleicht bevorzugt oder sowieso dominant macht. Die Frage ist, wie ist der Gegner? Ist der Gegner gut? Hat der Gegner Probleme? Wenn er einen Ball hat, dann geben wir ihm vielleicht auch die Zeit und geben wir ihm vielleicht auch mal den Ball, damit er ihn dann auch wieder verliert. Ist der Gegner richtig spielstark? Wollen wir natürlich diese Variante, denke ich mal, relativ gering halten und dem Gegner möglichst schnell dann auch den Ball abzugeben. Und last but not least kann es natürlich auch eine Philosophie, ein konzeptioneller Ansatz sein, vom Trainer auf der einen Seite, sicherlich wissen wir alle jetzt 1, 2, 3 Beispiele von Trainern. Ja, der Trainer ist für die Strategie bekannt oder den verbinde ich mit dieser Strategie oder der Verein ist mit dieser Strategie irgendwie verwurzelt. Was gerade Schwerpunkt auch mäßig dann im Jugendbereich, sicherlich dann in einer Ausbildungskonzeption, so verschiedene Strategien auch dann verankert sind. Jo. Dann kommen wir schon zu den 3 Strategien, die ich kurz vorstellen möchte und dann auch zu dem, was heute Nachmittag am Platz dann nach dem Ralf dann auch passieren soll.
Ja, die erste Strategie hier zu sehen, fallen lassen. Möglichst schnelle Herstellung der Grundordnung in der eigenen Hälfte. Wann ist das sinnvoll? Sinnvoll dann, wenn wir kaum oder eigentlich wenig Druck auf den Ball haben. Wenn der Gegner, wie schon angesprochen, relativ eine offene Position hat, ja, wenn er Zeit hat, vielleicht haben wir auch gar keinen, ab und zu mal ein langer Ball, ins Nichts, ins Nirvana, wir haben null Druck auf den Ball, dementsprechend macht es sicherlich Sinn, dann auch fallen zu lassen. Oder wir verlieren im Zentrum den Ball und der Gegner kann nach vorne eine erste, eine gute zweite oder eine gute zweite Aktion durchzuführen, dann heißt es eigentlich für alle Spieler, und das sind meistens wenige in dem Fall, die sich hinter dem Ball befinden, sich fallen zu lassen, um natürlich Zeit zu gewinnen für den Rest der Mannschaft, um nachzuholen. Denn jetzt droht ja auch der schnelle Angriff des Gegners und natürlich auch, die wollen in dem Moment ja auch ein Tor erzielen. Wir haben ja schon gehört, wie wichtig das Thema ist, auch heute Vormittag schon, auch vom Arsene Wenger, die eine Aussage, denke ich mal, ist recht interessant, dass gerade diese Situation immer mehr Bedeutung findet. Jo, nächste Strategie, Höhe halten, ist vielleicht dann, wenn wir ein oder zwei Spieler in Ballnähe haben, wenn wir vielleicht nicht geschafft haben, vielleicht nach einer Spielverlagerung uns auch dann mit dem Rest der Mannschaft optimal zu positionieren und eben eine erste oder eine gute Aktion des Gegners dann auch zu verhindern. Das heißt, ein, zwei Spieler stellen und der Rest versucht dann ohne großen Raumverlust möglichst schnell auch wieder in die Grundordnung zu kommen. Ja, der Druck auf den Ball ist eben gegeben durch die vorhandenen Spieler und dementsprechend kann der Gegner diese schnelle erste, zweite Aktion nicht durchführen. Wir versuchen diese zu unterbinden. Ja, die Torbedrohung liegt nicht unmittelbar vor. Wir befinden uns wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld und dementsprechend schaffen wir das dann wieder ausreichend Spieler nicht nur schon mal vorab zu haben, sondern auch wieder, last but not least, alle wieder hinter den Ball zu kommen. Und sicherlich Favorit bei dem einen oder anderen Trainer, das Gegenpressing, sprich die sofortige Zurückeroberung des Balles. Ja, sicherlich auch das ein oder andere Werkzeug, das bekannter deutscher Meister auch gegen den Alt- und Rekordmeister jetzt in den letzten Partien angewendet hat, um auch dann Bayern schlagen zu können. Was ist da gefordert oder was brauchen wir da, um den Ball möglichst schnell wieder zurückzuerobern? Oft hört man ja 2-3 Sekunden Zeit, dann brauchen wir wieder den Ball. Das Ganze ist nicht ganz so einfach. Die Voraussetzung ist jetzt, dass wir eigentlich mehrere Spieler unmittelbar im Ballnähe haben. Wir haben da den Ball verloren. Die Frage ist, was macht der Rest der Mannschaft schon in der Angriffssituation? Ja, das heißt, der Rest der Mannschaft geht nach, versucht die Räume dann auch zu schließen. Was da oft auch dann passiert ist, dass wir eigentlich, und das müssen wir den Spielern dann auch dementsprechend beibringen oder ihnen auch den Mut geben, die eigene Position da zu verlassen, die Rochaden, wie hier auch steht, dass wir nicht mehr in der Grundordnung stehen, sondern aufgrund der Position des Balles dann auch versuchen, in der Kette mutig nachzuschieben, um nicht unmittelbar in Ballnähe den Raum zu haben für den Gegner, sondern irgendwo in Ballferne und dem Gegner ja durch den unmittelbaren Druck, den wir von den Spielern auf den Gegner ausüben, ja auch nicht die Zeit hat, dann auch eine Spielverlagerung durchzuführen. Wir versuchen, die Spieler, die danach stehen, eben die Passwege zuzustellen und natürlich dann möglichst schnell und aggressiv durch eine Intensitätssteigerung, wie schon angesprochen, auch dann zum Erfolg zu kommen. Und eben last but not least, das Schließen dieser Auswege, dieser Passwege ist wichtiger als die Haltung der Grundordnung. Das heißt, ein Innenverteidiger kann mal ein Außenverteidiger werden, ein Außenverteidiger kann mal ein Mittelfeldspieler werden und dementsprechend da auch ein Durchdecken durchzuführen und auch dann auch gut organisiert zu stehen. Denn was macht der Spieler meistens, der den Ball gewinnt vom Gegner? Er hat meistens ein wenig Druck, in der Situation ja sowieso, und spielt dann meistens einen flachen Ball in die Nähe. Und diese Positionen müssen
zugedeckt sein. Was Schlimmste wäre, wenn dieser Mann Zeit hat, sich aufdrehen kann und dann auf die Kette zulaufen kann. Ja, wenn das passiert, heißt natürlich wieder Strategiewechsel. Erste Strategie, fallen lassen. Aber das wollen wir verhindern, indem wir diese Räume von Haus aus zustellen, dass wir den Gegner nicht die Möglichkeit geben zu drehen. Minimum, dass wir dran sind, vielleicht sogar vorne reinkommen, um wieder einen Gegenkonter dann auch zu erzeugen. Tja, und wieder Bernd Stöber mich gefragt hat, ob ich Lust und Laune hätte, hier zu stehen zu wollen und dann auch an der Praxis was zu machen, habe ich natürlich sofort bejaht. Und dann war die Frage, was machen wir denn dann draußen? Und wie wichtig das Thema ist, sieht man auch wieder, dass das Ganze auch schon letztes Jahr beim ETK in Bochum einen Schwerpunkt gefunden hat. Und der Peter Hybala da im Vorfeld in hinführenden Spielformen genau dieses Thema schon durchgeführt hat. Somit war es für mich von der Planung her für heute Nachmittag relativ einfach. Das heißt, möglichst spielnah ist ein bisschen schwierig und deswegen geht das jetzt auch ganz, ganz schnell. Bisschen schwierig für den Trainer, weil je größer die Spielnähe ist, je mehr Komponenten wirken mit ein und je weniger weiß ich jetzt, was heute Nachmittag passiert. Aber der Vorteil der Spielnähe ist, dass die Spieler halt das auch wieder transportieren können, dann aufs Spielfeld. Auch dann werden wir es versuchen, dann natürlich möglichst schnell von einem 7 gegen 7 über einen 9 gegen 9 dann auch zum 11 gegen 11 zu kommen. 11 gegen 11, natürlich ganz normales Spielfeld, da das, was am Wochenende auch mit passiert. Wie angesprochen, starten wir mit dem 7 gegen 7. Ich habe mich da grundsätzlich mal für 4-4-2 entschieden. Durch die ganze Praxis-Demo. Für mich war Systemfrage, beim Ralf sicherlich was anderes, aber für mich war die Systemfrage jetzt in dem Bereich oder in meinem Bereich eigentlich sekundär, denn wir verlieren ja oft schon in der Offensive durch Positionswechsel unsere Grundordnung, unser Grundsystem. Und gerade dann, wenn wir einen Ball verlieren und dann eben, wie angesprochen, auch schon mal die Grundordnung oder auch die Positionen dann verlassen, dementsprechend war das System jetzt für mich nicht ausschlaggebend, dementsprechend auch durchwegs ein 4-4-2. Im 7 gegen 7 ein 1 für den wichtigen Torwart, ja, damit ich vom Jörg Daniel auch keinen Ärger bekomme. Dann ein 4 für die Viererkette und ein 2 für die 2-6er. Oder in einer anderen Positionsspezifik dann eben das Mittelfeld und die Spitzen. Ja, Übungsform, Spielform. Bernd Stöber referiert ja auch immer großartig, was ist was. Wir starten mal mit einer Übungsform, das heißt Start, Stopp. Ja, werden der einen Gruppe mal einen Ball geben, wir sagen, okay, ihr macht jetzt dreimal, habt ihr dreimal den Ball und verliert dreimal den Ball. Die Frage ist, wie bringe ich als Trainer die Spieler zum Ballverlust? Natürlich kann ich sagen, mach mal einen Fehlpass, ist relativ einfach. Nicht wirklich spielnah, also lasst mir die Spieler in die Spielsituation rein. Ich komme dann mit Provokationsregel und werde mal mit der Provokationsregel, kein Rückpass ist erlaubt. Also nur Raumgewinn nach vorne oder maximal zur Seite den Ball spielen zu dürfen als Provokationsregel, um dann auch von meiner Seite zum Thema zu kommen, nämlich zum Ballverlust. Und dann eben später auch in der Spielform dann wieder ein Hin und Her. Coaching-Verhalten von meiner Seite oder von unserer Seite, denke ich mal im Taktiktraining, ja, zuerst mal spielen lassen, mal schauen, spiel dir das Spiel auch, das du ihnen gesagt hast, verstehen die Regeln, kommt es an, vielleicht kommen sie sogar selber aufs Ergebnis, das wäre wunderschön, dann wäre der Job vom Trainer schon fast erledigt, passiert nicht wirklich ganz so oft und dementsprechend haben wir dann unsere Werkzeuge als Trainer, sprich jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich das Einfrieren, dann eine kurze Demo von meiner Seite oder wenn es einigermaßen gut läuft, ein Synchroncoaching dann meistens auch positiv verstärkend. Und das Ziel wäre natürlich, dass die Spieler sich dann in dem 7 gegen 7 schon für die richtige Pressing-Variante dann auch entscheiden. Aufgrund der Situation, die gerade gegeben ist, aufgrund der Merkmale und der Kennzeichen, die wir ihnen mit an die Hand geben. Ja, dann geht es weiter zum 9 gegen 9. Ja, wir starten dann mit der Viererkette und mit dem Mittelfeld. Auch wieder zuerst freies Spiel, dann Start, Stopp. Und dementsprechend auch wieder unsere oder mein Coaching-Verhalten
auch wieder ein Einfrieren, ein Demo, ein Synchroninfo. Das Ganze geht dann zum 11 gegen 11 und wird natürlich aus dem Einfrieren und Demo, weil der Platz sehr groß ist und der Trainer alt ist und nicht mehr so weit kommt, mehr ein Synchron, eine Synchroninfo werden. Und gerade hier in dem letzten, im 11 gegen 11, ja, am Wochenende, das ist das, was passiert. Da werden wir sicherlich viele Varianten kennenlernen und es wird auch mal eine Situation da sein, wo ich mich vielleicht als Trainer sage, okay, jetzt machen wir das. Und einer von euch sagt, ist mir ein bisschen zu gefährlich, ein bisschen Risiko, ein bisschen sicherer. Das muss dann auch jeder von euch selber dann auch für sich entscheiden und dementsprechend auch dann mitnehmen. Mein Ziel für die heutige Praxisdemo, heute Nachmittag nach dem Ralf auch mit der U17 vom FCA, ist, dass die Spieler am Ende der Trainingseinheit durch gegenseitiges Coaching auch schon die Situation erkennen und wissen, okay, für welche Strategie entscheiden wir uns, was ist jetzt absolut sinnvoll, Gegenpressing, Höhe halten oder fallen lassen. Und wenn die Spieler das dann im Spiel umsetzen, haben die richtig Spaß dran. Ziel wäre natürlich, wenn wir immer das Gegenpressing durchführen können, das wäre das Schönste. Manchmal wird es auch ein Höhe halten sein, manchmal wird es auch ein Fallen lassen müssen sein. Ja, wenn der Gegner einfach dann im Mittelfeld nach dem Fehlpass einfach mal Raum hat und wir keine andere Variante haben. Jo. Nicht schlecht, oder? 12.59 Uhr, ich denke kurz und knackig. Dementsprechend freue ich mich auf Nachmittag und wünsche alle einen guten Appetit. Dankeschön.